Wir werden die vollständige Studie dieser Funktion f durchführen. Diese Funktion f ist definiert durch f von x gleich Quadratwurzel von x hoch 3 geteilt durch 1 plus x. Beginnen wir mit dem Definitionsbereich dieser Funktion f. Um diesen zu bestimmen, erstellen wir diese Zeichentabelle mit den zwei besonderen Werten minus 1 für den Nenner und 0 für den Zähler. X hoch 3 ist 0 bei 0, rechts streng positiv, links streng negativ. 1 plus x ist 0 bei minus 1, rechts streng positiv, links streng negativ. Da wir diese zwei Zeichenzeilen haben, erhalten wir sehr schnell diese Zeichenzeile von x hoch 3 geteilt durch 1 plus x, also so. Negativ auf negativ ist positiv, negativ auf 0 gibt's nicht, man kann nicht durch 0 teilen, negativ auf positiv ist negativ, 0 auf positiv ist 0 und positiv auf positiv ist positiv. Von diesem Bruch können wir nur die Quadratwurzel rechnen, wenn dieser Bruch positiv oder 0 ist, also nur da und da. Diese Quadratwurzel ist hier streng positiv, hier 0 und hier wieder streng positiv. Der Definitionsbereich dieser Funktion f ist also das Intervall von minus unendlich ausgeschlossen bis minus 1 ausgeschlossen, vereinigt mit dem Intervall von 0 eingeschlossen bis plus unendlich aber ausgeschlossen. Der Graph der Funktion f geschnitten mit der x-Achse, das ergibt den Punkt 0, 0. Denn nur die 0 hat als Bild 0. Daher wissen wir auch sofort, dass der Graph von f geschnitten mit der y-Achse ebenfalls 0, 0 ist. Diese Funktion f ist weder gerade noch ungerade, denn wenn man f von minus x berechnet, dann findet man weder f von x noch minus f von x. In Etappe 5 bestimmen wir die eventuellen Asymptoten der Funktion f. Wir beginnen mit vertikalen Asymptoten. Da der Definitionsbereich der Funktion f so aussieht, ist minus 1 die einzige Zahl, bei der wir für f eventuell einen unendlichen Grenzwert finden, und das von links. Also berechnen wir den Grenzwert, wenn x gegen minus 1 minus strebt, von f von x. Wir ersetzen x da und da durch minus 1 und finden minus 1 geteilt durch 0, das heißt unendlich als Grenzwert. Und da wir die Quadratwurzel rechnen, ist dieser Grenzwert plus unendlich und somit haben wir effektiv eine vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich minus 1. Da ist sie. Jetzt horizontale Asymptote. Wir suchen den Grenzwert bei unendlich von f von x. In diesem Bruch ist der Grad oben wenn größer als unten, also strebt dieser Bruch gegen unendlich, hier gegen plus unendlich und die Quadratwurzel von plus unendlich, das ist plus unendlich. Als Grenzwert bei unendlich finden wir keine reelle Zahl, also hat diese Funktion keine horizontale Asymptote. Wir machen weiter mit eventuellen schrägen Asymptoten. Wir erinnern uns, wir suchen Geraden mit kartesischer Gleichung y gleich mx plus p. Da f von x eine Quadratwurzel ist, müssen wir die zwei Fälle minus unendlich und plus unendlich unterscheiden. Beginnen wir mit plus unendlich. Um die Zahl m herauszufinden,
Berechnen wir also den Grenzwert, wenn x gegen plus unendlich strebt, von f von x geteilt durch x. Ein x² kann aus dieser Wurzel raus und wird da zu x, denn x ist streng positiv, da x ja gegen plus unendlich strebt. Und so bleibt dieser Grenzwert zu berechnen. Wir können hier durch x kürzen und finden als Grenzwert 1. Und diese 1 ist effektiv eine reelle Zahl verschieden von 0, die wir m nennen. Das ist diese Zahl m bei plus unendlich. Jetzt bestimmen wir noch die Zahl p bei plus unendlich. Dazu rechnen wir den Grenzwert bei plus unendlich von f von x minus die da gefundene Zahl m mal x. Dieser Grenzwert ergibt die Unbestimmtheit unendlich minus unendlich. Es gilt nun, diese zu beheben. Dazu teilen wir das Ganze durch 1 und multiplizieren diesen Bruch im Nenner und im Zähler durch das konjugierte Binom. So erhalten wir diesen Grenzwert zu berechnen durch die binomische Formel a minus b mal a plus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. Wir machen diese zwei Brüche gleichnamig und können sie so besser subtrahieren. Das führt dann zu diesem Grenzwert oder auch zu diesem. Diese Klammer strebt gegen 1 plus 1, also gegen 2. Hier können wir noch durch x kürzen. Und dieser Bruch führt dann zum Grenzwert minus 1. Und somit erhalten wir als Grenzwert minus 1/2. Das ist die Zahl p. Und demzufolge hat unsere Funktion eine schräge Asymptote bei plus unendlich mit kartesischer Gleichung y gleich m mal x plus p. Da ist sie, diese schräge Asymptote bei plus unendlich. Jetzt nehmen wir ähnliche Rechnungen vor, aber dieses Mal bei minus unendlich. Um m zu bestimmen, rechnen wir also Limes bei minus unendlich von f von x geteilt durch x. Ein x² kann aus der Quadratwurzel raus, wird da aber zu minus x, denn x ist streng negativ. Wenn x gegen minus unendlich strebt, dann sind wir sicher, dass x streng negativ ist. Dieser Bruch kann durch x gekürzt werden und führt dann sofort zu minus 1. Das ist die Zahl m, die ja verschieden ist von 0. Um p zu bestimmen, machen wir weiter bei minus unendlich und berechnen den Grenzwert bei minus unendlich von f von x minus diese Zahl m mal x. Das führt dann sofort zur Unbestimmtheit unendlich minus unendlich. Die beheben wir wie vorhin. Wir teilen das Ganze durch 1, multiplizieren oben und unten mit dem konjugierten Binom von diesem irrationalen Binom. Das führt dann zu diesem Grenzwert durch die binomische Formel a plus b mal a minus b gleich a Quadrat minus b Quadrat. Wir machen diese zwei Brüche hier gleichnamig und so können wir sie subtrahieren. Das führt dann sofort zu diesem Grenzwert, also zu diesem. Und dieser Grenzwert ist gleich plus 1/2. Somit hat unsere Funktion f auch eine schräge Asymptote bei minus unendlich, deren kartesische Gleichung ist y gleich m mal x plus p. Da ist sie, diese schräge Asymptote bei minus unendlich. In Etappe 6 bestimmen wir das Zeichen der Funktion f. Diese Zeichentabelle haben wir schon erstellt. Wir sehen, überall da, wo die Funktion definiert ist, ist sie automatisch positiv, eventuell 0,
Das bedeutet also, dass wir den ganzen Bereich unterhalb der x-Achse schraffieren können. F hat kein negatives Bild, also kann der Graph der Funktion sich hier nicht befinden. Wir sehen auch, zwischen minus 1 und 0 ist die Funktion nicht definiert, also zwischen minus 1 und 0 gibt es kein Bild und demzufolge können wir auch diese Zone graphieren. Der Graph der Funktion kann sich nur da und da befinden. Jetzt berechnen wir die erste Ableitung von f. Das heißt, wir rechnen die Ableitung von dieser Quadratwurzel. Dazu ist diese Formel sehr praktisch. Die Ableitung der Quadratwurzel von f, das ist die Ableitung vom Radikant f, geteilt durch 2 mal die Quadratwurzel, so wie sie da steht. Das wenden wir hier an. Also diese Quadratwurzel prim ergibt die Ableitung vom Radikant, geteilt durch 2 mal die Quadratwurzel, so wie sie da steht. Im Zähler berechnen wir f auf g prim. Das macht f prim mal g minus f mal g prim geteilt durch g Quadrat. Also führt diese Ableitung zu diesem Bruch, den wir so in faktorisierter Form stehen lassen. Und zu diesem f prim von x erstellen wir jetzt die Zeichentabelle. X Quadrat ist überall streng positiv, außer bei 0. Da ist dieses Quadrat 0. 2x plus 3 ist 0 bei minus 3 halbe. Rechts streng positiv, links streng negativ. Hier haben wir das Doppelte von einem Quadrat. Dieses Produkt ist überall streng positiv, außer da, wo es 0 ist, das heißt bei minus 1. Also so. Für diese Quadratwurzel haben wir die Zeichenzeile schon mal erstellt. Und jetzt kommen sofort die Schlussfolgerungen für f'. In diesem Bereich gilt also plus mal minus geteilt durch plus, das macht minus. Hier gilt plus mal 0 geteilt durch plus, also 0 und so weiter. Vorsicht, in diesem Bereich, das heißt, wenn x sich zwischen minus 1 und 0 befindet, ist die Ableitung f' von x nicht definiert. In Etappe 8 rechnen wir die zweite Ableitung, das heißt, wir rechnen die Ableitung von f' von x und dieses f' haben wir in der vorigen Etappe bestimmt. Hier bleibt also zu rechnen f auf g', das macht f' mal g minus f mal g' geteilt durch g im Quadrat. Diese Ableitung werden wir jetzt separat berechnen. Diese 2 kann aus der Ableitung raus als multiplikative Konstante und dann bleibt noch abzuleiten f mal g. Das macht f' mal g plus f mal g'. Und die Quadratwurzel prim haben wir gerade in Etappe 7 berechnet. Das ergibt diesen Bruch. Hier können wir durch 1 plus x im Quadrat kürzen. Und dann machen wir diese 2 Brüche gleichnamig, um sie addieren zu können. Und das führt dann sofort zu diesem Bruch. Hier können wir durch 1 plus x kürzen und somit erhalten wir diesen Bruch, der in faktorisierter Form so aussieht. Also können wir hier diese Ableitung durch diesen Bruch ersetzen. Ist gemacht. Wir rechnen die zweite Ableitung jetzt weiter. Diese 2 Brüche machen wir gleichnamig, um sie subtrahieren zu können. Das führt dann zu dieser Rechnung. Auch hier können wir noch weiter rechnen
und letztendlich führt das zur zweiten Ableitung in faktorisierter Form. Jetzt erstellen wir die Zeichentabelle dieser zweiten Ableitung. Der Faktor 3x ist 0 bei 0, rechts plus, links minus. Dieses Produkt ist 0 bei minus 1, rechts plus, links minus. Wir kennen die Zeichenzeile dieser Quadratwurzel und daher diese Zeichenzeile für f' von x. In diesem Bereich haben wir minus geteilt durch minus geteilt durch plus, also plus. Vorsicht, zwischen minus 1 und 0 ist f' von x nicht definiert und rechts von der 0 erhalten wir für f' plus. Also überall dort, wo f' definiert ist, ist f' von x streng positiv. In Etappe Nummer 9 erstellen wir die Gesamttabelle. Wir tragen alle besonderen Werte von x ein, die bisher vorgekommen sind. In Etappe Nummer 7 haben wir diese Zeichenzeile für f' von x bestimmt. In Etappe Nummer 8 haben wir diese Zeichenzeile für f' von x bestimmt. In Etappe Nummer 6 haben wir diese Zeichenzeile für f von x bestimmt. Überall da, wo f' negativ ist, fällt die Funktion f. Überall da, wo f' von x' positiv ist, also da und da, zeigt die Funktion f. Bei minus 3 halbe ist f' 0 und ändert das Vorzeichen. In unserem Fall hier bedeutet das, dass die Funktion f bei minus 3 halbe ein Minimum hat. Da f' von x überall streng positiv ist, wo diese zweite Ableitung definiert ist, dreht f überall dort die Konkavität nach oben. Wir wissen, bei minus 3 halbe hat die Funktion f ein Minimum und das Bild von minus 3 halbe durch die Funktion f ist streng positiv. Berechnen wir dieses Bild, indem wir in f von x da und da x durch minus 3 halbe ersetzen. Das führt dann sehr schnell zu 3 mal Quadratwurzel von 3 geteilt durch 2. Also diese streng positive Zahl, das ist dieser Bruch. Jetzt kommen wir zu Etappe 10 und zeichnen die Grafik von dieser Funktion f. Wir wissen, dass die Funktion f bei minus 3 halbe ein Minimum hat und die Ordinate von diesem Minimum, das ist 3 Wurzel 3 geteilt durch 2. Das macht ungefähr 2,59. Und somit können wir diesen Tiefpunkt einzeichnen. Indem wir die drei Asymptoten berücksichtigen und auch diese Schlussfolgerungen, finden wir sehr schnell den Graph dieser Funktion. Die Funktion kommt hier von dieser schrägen Asymptoten, fällt mit der Konkavität nach oben gerichtet bis zu diesem Minimum, dann steigt sie, immer noch mit der Konkavität nach oben gerichtet, hin zu dieser vertikalen Asymptoten. Hier startet die Grafik beim Punkt 0, 0. Die Funktion steigt zur Asymptote hin, mit der Konkavität nach oben gerichtet. Und somit ist die vollständige Studie dieser Funktion f beendet.